Damit begrüße ich euch wieder zur nächsten Folge Pokémon Masters. Es gibt das Legenden-Event um Solgaleo wieder zurück. Dann gibt's ein Trainings-Event für Käfer-Pokémon und natürlich müssen wir noch hier die Gewinnpunkte bzw. Bewegungspunkte bei Team Skull einlösen, die wir uns im Livestream erspielt haben. Wir fangen aber hiermit an. Hier habe ich ja, wie man sehen kann, alles schon fertig. Ich zeige euch nur das kurz hier. Denn hier bin ich zu schwach mit meinem besten Pokémon. Deswegen kann ich da nicht dran teilnehmen. Aber wir können einmal gemeinsam spielen. Ich weiß noch nicht mehr, welchen wir zuletzt gemacht haben. Das sieht auf jeden Fall neu aus. Man kann ein eigen erstelltes Team machen. Okay. Das ist wohl mein Online-Team im Moment, ja. Ist mein bestes Team. Nehmen wir natürlich einmal mit. Und ja, wenn es euch wieder gefällt heute, gerne natürlich ein Like da lassen, gerne kommentieren. Und habt ihr schon Solgaleo als Gefährten gespannt bekommen? Der ist ja alleine, der ist schließlich einfach seit dem Haupttrainer hier an. Ich weiß aber nicht, wie der heißt hier. Der Charakter mit der grünen Mütze, der auch Pikachu hat. Also der Pokémon Masters Charakter. Ich weiß nicht, ob der einen Namen hat. Wenn ihr den Namen wisst, dann gerne in die Kommentare damit. Ja. Ich habe halt hier keine Möglichkeit, irgendwas Gutes zu machen. Und die nehmen natürlich interessante Gefährten mit, die ich noch nicht so oft gesehen habe. Im Einsatz. Hier Major Bob zum Beispiel. Online. Ja, okay, da waren auch meistens andere Gefährten notwendig, damit sie erfolgreich sind. Aber das sollten wir eigentlich schaffen. Das sollten wir eigentlich schaffen. Das ist ja easy peasy. Und dann die Steinkante auf Solgaleo. Dann machen wir das andere auch noch. Ich will halt auch die Folge wieder nicht zu lange machen. Das ist halt das Problem. In der heutigen Folge, ja, hätte ich natürlich noch gerne ein bisschen was mehr noch gemacht, außer halt die bestimmten Kämpfe. Denn wir wollen ja gucken, wie weit wir auf der Karte kommen mit unseren erfarmten Punkten, die ich erfarmt habe. Ich weiß selber gar nicht aktuell, wie viele Punkte ich habe. Denn ich habe einfach im Livestream gefarmt, gefarmt, gefarmt. Ungefähr eine Stunde ging der Livestream. Aber ein bisschen gefällt. Zwischendurch habe ich auch noch Kampfwille gemacht, um herauszufinden, wie es aussieht. Und ja. Das ist sehr gut. Dann haben wir den auch geschafft. Den ersten nehmen wir natürlich mit. Ich denke mal, dass meine Teamerfahrung nicht reichen wird. Da wird keiner Level absteigen. Aber ich will auch keine Bücher investieren. Das habe ich ja schon öfters mal erklärt. Dann nehmen wir den auch nochmal mit. Den haben wir auch schon geschafft. Ich hätte eben einfach nur auf den Haken gucken müssen. Dann hätte ich gewusst, dass wir das schon mal abgehakt haben. Aber ja, passt schon. Nehmen wir mit. Das andere schaffen wir nicht mit dem Team. Aber ist egal. Wir nehmen es trotzdem einmal mit. Hoffen, dass es gut wird. Und dann schauen wir mal. Genau, da ist der mit der grünen Mütze der Charakter aus Pokémon Masters. Ich weiß echt nicht, wie der heißt. Deswegen, wenn ihr den Namen wisst, schreibt es mir rein. Und dann schauen wir mal, was uns da noch so drauf erwartet. Sind natürlich die gleichen Pokémon, sind aber jetzt ein Stückchen stärker. Wir machen natürlich wieder unsere Methode mit der Steinkante. Okay, hat Pikachu, Pampros ist stark. Kriegt man ja auch bei Hapu. Ich weiß gar nicht, ob ich den Gefährten gespannt schon um Hapu und Pampros hab. Puh, müsste ich überlegen, weiß ich jetzt gerade nicht. So, und jetzt füllen wir das oder füllen wir das nicht? Das ist ja die Frage, ne? Und man sieht, dass meine Steinkante als nächstes gleich kommt. Zack, bumm. Dann können wir gleich hier den ausführen. Das ist auf jeden Fall schon mal besiegt, das Staravia. Aber noch nicht. Ja, also ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie der Harmonieangriff funktioniert. Auf jeden Fall ist gleich die Gefährtenattacke von Solgaleo bereit. Das ist natürlich doof. Ich gehe trotzdem auf Steinkante. Ja. Jetzt hängt alles an mir. Okay. Aber anscheinend klappt es nicht. Ah, okay, jetzt doch. Jetzt haben wir es geschafft, ohne die Gefährtenattacke zu bekommen. Wir bleiben natürlich drin mit Wolverock. Auch wenn es nichts bringt, aber ja. Einmal sehr effektiv mit Elektro.
Busch besiegt, oder nicht ganz besiegt. Ah, Mann, ey. Komm, ein Angriff. Ich brauche eh nichts machen. Ich kann trotzdem mal drücken. Ich werde angegriffen, aber wir haben es geschafft. Und damit kriegen wir noch ein paar Items, um halt Solgaleo, wenn es notwendig wäre, falls er mal gut in der Meta ist, dass wir den dann pushen könnten. Genau. Sehr gut. Geschafft. Juwelen habe ich leider nicht genug zum Suchen für Gefährten, deswegen machen wir nur das hier. Das ist fertig. Und dann kriegen wir hier noch ein paar schöne Items. Sehr gut. So, dann können wir jetzt hier unsere Käfer besser trainieren, angeblich. Glitzernder Eisnebel, genau. Weil unsere Stärke wird vielleicht eventuell nur für die erste Challenge reichen. Das ist aber immer das Gleiche. Ich zeige es euch aber trotzdem nochmal, wie es aussieht, wie man es machen kann. Für diejenigen, die es wissen, aber wieso? Also, weil das ein Pflanzen-Pokémon ist. Das Rexblizzard, aber das ja, Art Käferschwäche. Okay, dann machen wir das doch mal. Ja. Und direkt schon besiegt. Wow. Das war ja zu einfach. Und die sind auch schon besiegt. Wow. Sehr einfaches Kämpfchen, sage ich mal so. Ich konnte nicht mal irgendwas drücken, da waren die schon besiegt in dem Sinne. So. Das heißt, nur Bormley kriegt extra Erfahrungspunkte. Am Vierer steigt auch nochmal auf. Sehr gut. Dann können wir doch vielleicht die nächste Challenge, die nächste Schwierigkeit mal ausprobieren. Aber ja, zuvor nehmen wir erstmal die Items mit und natürlich 30 Juwelen, was gut ist. Glänzender Schnee. Da reicht auch noch meine Kraft, aber danach reicht es nicht mehr. Aber das machen wir noch einmal. Dann will ich hier noch einmal in den Schwierigkeiten bei Team Skull trainieren, damit ich noch mal ein bisschen Bewegungspunkte bekomme. Und dann gucken wir, was wir auf der Karte erreichen und dann ist die Folge schon wieder vorbei. Auch wenn die gerade erst angefangen hat, aber so viel passiert heute nicht. Dann. Aber ihr dürft natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr öfters dann von mir zu Pokémon Masters dann Livestreams sehen wollt, dass ich euch hier mal die neuesten Sachen zeige, immer ein bisschen so Folgen von maximal, wenn es passt, maximal von 30 Minuten. Kann auch mal ein bisschen länger sein, habt ihr schon mal Folgen, glaube ich, die so zwischen 30 und 35 Minuten gegangen sind oder halt auch kürzer, je nachdem, was anstand. Wow. Das eine Pokémon, das Felu, das hat natürlich die Antacke ausgehalten. Genau, ist paralysiert und ist besiegt. Wunderbar, auch geschafft. Genau, lasst mal dazu gerne eure Meinung in den Kommentaren da, wie ihr das haben wollt. Genau, dann haben wir das auch geschafft. Und dann kommt der Tag da sogar auf Level 60. Das heißt, für uns wird es gleich ein Stückchen einfacher bei Team Skull. Und da haben wir nochmal was geschafft. Dann machen wir 1 und 2 von denen von Team Skull. Und dann kriegen wir natürlich heute ein bisschen mehr Bewegungspunkte, weil es der erste Kampf des Tages ist. Da kriegt man ja mehr Punkte, wie ihr wisst. Ich hoffe, ihr wisst es. Ansonsten wisst ihr es jetzt, wenn ich euch das jetzt gesagt habe. Und dann schauen wir mal, dass wir uns da irgendwie was angucken. Ich weiß nicht, wie viele Events oder Episoden wir uns noch angucken müssen, wie Überrumpler, Schlammwoge, X-Spezial. Ja, sollte er nicht mehr allzu lange überleben. Das machen wir natürlich immer wieder. Schlammwoge, Psychokinese, läuft auf jeden Fall sehr gut. Wird natürlich Tektas angegriffen, weil er der stärkste ist. Es könnte natürlich gleich nochmal eine Nummer schwieriger sein. Aber wir wollen erst einmal ausreichend Power machen. Genau, so. Dann können die nichts mehr machen. Tech, das muss dann gleich gucken, dass wir dann den schnell besiegt kriegen. Den, ja. Den Zytomega, genau. Ich vergesse immer seinen Namen. Genau, das sollte ja eigentlich ausreichen jetzt mit der Nadelrakete. Oder reicht es? Es reicht nicht. Nein. Aber wir kommen mit der Gefährtenattacke direkt um die Ecke und dann ist Psiaugon besiegt. Ja, es hat sonst immer auch geklappt, so. Ich dachte natürlich, wir würden jetzt schneller sein, dass wir ohne Gefährtenattacke auskommen, weil wir ja ein bisschen stärker sind, aber anscheinend reicht es nicht aus, aber ja, wir haben es trotzdem geschafft.
Xiaogon zu besiegen. Das heißt, wir kriegen noch ein paar Bewegungspunkte. Die Drop kriegen wir und Erfahrungspunkte. Das sieht doch wunderbar aus. Und dann machen wir noch den zweiten Kampf. Den schauen wir uns auch noch an, ob wir den auch erfolgreich erledigt kriegen. Raichu kurz vom Level Up. Das könnte nochmal interessant sein. Auf jeden Fall hier wieder fett Bewegungspunkte. So. So, dann geht's auf gegen Team Break 2. Und dann gucken wir mal. Die sind natürlich stärker. Machen Schwierigkeiten. Aber im Normalfall sollten wir das doch easy peasy hinkriegen. Wir gehen natürlich jetzt hier einmal mit dem guten Überrumpler. Mit der Taktik. Ich will auf jeden Fall erstmal seine Werte schnell boosten. Und gucke mal, Energieball. Ja, okay, das ist natürlich blöd. Der muss schnell... jetzt muss ich seine Nadelrakete drücken. Auch wenn ich gerne noch einmal seine Werte geboostet hätte. Aber wir müssen es einmal machen. Dann können wir Schlammwoge machen. Dann können wir in der nächsten Runde wieder auffüllen. Die Anzeige. Raichu wurde zum Glück nicht verfehlt. Getroffen, wollte ich eigentlich sagen. Das passiert, wenn man sich da verspricht. Auffüllen. So. Komm. Nadelrakete. Dann ist die Anzeige aufgefüllt. Ja, wir müssen jetzt... Der ist gerade dran. Ich brauche aber die Gefährtenattacke. Der greift mich an, ich schaff's nicht mehr. Das ist natürlich schlecht. Ich wollte eigentlich warten wegen der Gefährtenattacke, aber ja. Das war halt mein Fehler gerade in dem Sinne. Aber wir haben es ja schon mal geschafft. Wieso schaffen wir es jetzt nicht, obwohl wir stärker sind? Ich verstehe das gerade nicht, aber wenn wir wieder verlieren, dann verlieren wir halt gerade hier wieder. Dann ist es halt so. Ich hätte gerne die hier mitgenommen, aber der hat auch jetzt Tektas angegriffen. Das ist halt das Doofe da dran. Ja, aber der drückt gleich seine Gefährtenattacke. Vielleicht irgendwie... Ich heb mir das mal auf. Ich mache jetzt einmal die Schlammwoge. Und der ist vergiftet. Das ist doch schon mal sehr gut. Das ist super gut. Wir haben es ja überlebt, die Gefährtenattacke. Das könnte jetzt unser entscheidender Vorteil sein. Es könnte der entscheidende Vorteil von uns sein jetzt. Genau. Das war der Vorteil. Sehr gut. Jetzt aber. Wer war jetzt vergiftet? Ja. Er ist vergiftet. Das ist doch super. Leider verlässt uns... Raichu, hallo, Raichu verlässt uns. Ich hoffe ja mal, das Gift wirkt jetzt. Komm. Energieball, das überleben wir nicht. Oder? Nee. Doch, ganz knapp überlebt. Okay. Aber es reicht nicht. Wir werden verlieren. Schade. Schade. Nicht geschafft. Vergiftung. Und wir haben verloren. Schade. Wieder ganz knapp nicht geschafft. Aber okay, so ist es manchmal. Dann gehen wir jetzt in die Bewegungspunkte. Dann müssen wir es später nochmal versuchen. In einer anderen Folge, wenn es noch offen ist, das Event. Mal gucken. So, auf der Bewegungskarte. Wir können hier genug Items mitnehmen erstmal. Ich will einfach erstmal die Hauptepisoden mitnehmen. Ich habe ja gesagt, ich will nicht alle Items mitnehmen. Weil ich möchte ja hier das mitnehmen. Und das kostet voll wenig. Also wir haben echt viele Punkte gefarmt. Gut, dann schauen wir mal, was mich hier erwartet für eine Story. Das ist jetzt, glaube ich, die letzte, soweit ich weiß. Wir haben zwar verloren, aber es hat trotzdem großen Spaß gemacht. Ja, das war ein wirklich guter Pokémon-Kampf. Bromley, Frank und Niklas, ich danke euch. Gern geschehen, war auch toll für uns, an so einem guten Pokémon-Kampf teilzunehmen. Nicht wahr, Bromley? Pah, ich wollte sie eigentlich voll platt machen, aber sie hat sich echt tapfer geschlagen. Hihi, danke. Nun, der Grund für Svenjas anfängliche Niederlage scheint mir auf der Hand zu liegen. Sie hat sich einfach zu viele Gedanken um ihre Rolle bei Teamkämpfen und die richtige Strategie gemacht. Wie meinst du das? Sie ist also einfach einen anderen Kampfstil gewohnt? So sieht es aus. Bis jetzt hat sie sich schließlich immer an der Seite ihres Zwillingsbruders gekämpft. Sicher haben sie sich die beiden auch ganz ohne Worte verstanden und konnten so ihre Stärken ausspielen. Aber seit sie von ihrem Bruder getrennt ist, hat sie sich selbst wohl etwas aus den Augen verloren und weiß nicht, wie sie kämpfen soll. Sie findet einfach nicht zu alter Stärke zurück.
Nee, ist nicht. Nee, das ist nicht das Problem. Hier auf Passio kämpfen immer 3 gegen 3. Man ist also nie auf sich allein gestellt. Eigentlich müsstet ihr die Kämpfe zusammen mit anderen Gefährten liegen, denn mit ihrem Bruder hat sie sich ja auf Teamkämpfe spezialisiert. Aber sie hat gar nicht richtig mitbekommen, was um sie herum passiert und wer an ihrer Seite kämpft. Sie war gelähmt und vom Gedanken ganz auf sich allein gestellt zu sein. Sie dachte, sie hätte keine Chance, obwohl sie eigentlich voll im Vorteil war. Und was sie sich alles eingeredet hat, wurde dann eben auch zur Realität. Aber der Kampf gerade eben war ganz anders. Sie hat ihrem Team vertraut und konnte sich so voll und ganz aufs Plattmachen konzentrieren. Ihr Kopf war also frei fürs Wesentliche. So könnte man es wohl sagen. Und außerdem hast du ja jemanden an deiner Seite, der dich bestens versteht, Kindchen. Vergiss das niemals. Genau, Lunastein. Hä? Aber Ben ist doch gar nicht da. Was redest du da nur wieder, Mädchen? Dieses Pokémon ist doch dein Kumpel, oder nicht? Lunastein. Ja, aber natürlich ist es das. Entschuldige bitte, Lunastein. Schließlich vertraut dir Lunastein vollkommen. Sicher möchtest du es, dass du auch ihm vertraust. Vergiss das nicht. Okay. Die geht immer in die Kampfpose, wenn die sich freut. Fein, fein, dann müssen wir uns auch keine Sorgen mehr um dich machen. Was? Ganz bestimmt nicht. Schließlich habe ich mich um sie gekümmert. Da konnte also gar nichts schief gehen. Hihi, vielen Dank, Lehrmeister. Wie, was? Wen nennst du hier Lehrmeister? Ich werde immer in Ehren halten, was du mir beigebracht hast. Und ich werde meine Gegner in Zukunft richtig platt machen. Na, das hörst du sicher gerne, was, Lehrmeister Bormley? Und die grinst auch noch so doof. Und du warst kein schlechter Lehrmeister, muss ich sagen. Ich werde auch jeden platt machen, Lehrmeister. Ja. Willst du mich auf die Palme bringen oder was? Jetzt komm hier nicht auch noch damit. Geschafft. Sehr gut. Ich wollte das nämlich gerne mitnehmen. So. Weil das sieht gut aus. Hier, 100 Sachen davon. Kostet zwar viel, aber Gefährtendrops kann man auch mal irgendwann gebrauchen, hoffentlich. So. Ich guck mal kurz, was die Zeit sagt. Für eine Episode ist noch Zeit und dann ist die Folge auch vorbei. Und dann, ich glaube aber nicht, dass dann nochmal vor das Event zu Ende ist, was kommt. Also, wäre es das Letzte. Ich meine, das ist eh nicht interessant hier. Da erfährt man was. Aber ansonsten, ja. Schauen wir mal, was uns hier vorgelesen wird. Fürsorglicher Ben, okay? Hey, du bist Ben, oder? Was machst du denn hier? Fran, du hast mich bemerkt? Aber natürlich, du machst dir Sorgen um Svenja und behältst sie deswegen im Auge. Habe ich recht? Ja. Ist doch logisch, dass du nach ihr schauen willst. Und was meinst du, wie macht sie sich bis jetzt? Naja, zuerst habe ich mir wirklich Sorgen um sie gemacht. Aber als ich bemerkt habe, wie viel Mühe sie sich gibt und wie wild es bei euren Kämpfen hergeht, konnte ich plötzlich gar nicht mehr wegsehen. Das hat meinen Ehrgeiz geweckt. Ich will mich auch noch mehr anstrengen, genau wie sie. Du und deine Schwester scheinen ja einen guten Draht zueinander zu haben. Bewahrt euch das und wisst es immer zu schätzen. Sowas ist nämlich nicht selbstverständlich. Ja, vielen Dank, Fran. Aber jetzt würde ich wirklich gerne auch mal gegen dich und Bormley kämpfen. Soll mir nur recht sein. Ich bin bereit, wann immer du willst. Was Bormley dazu sagen musste, ihn aber auch schon selbst fragen. Kämpfen wir jetzt gegen die? Oh Gott, was ist da los? Gut möglich, dass er dich auch einfach wegschickt mit den Worten, ich habe keine Lust mehr auf Babysitten oder so. Geschafft. Okay. Dann würde ich doch gerne nochmal gucken, die Folge ist ja nicht so lang gegangen, gerade diese Episode, dass wir vielleicht den Kampf da auslösen könnten. Weil wir haben ja die Punkte, die können wir ja ausgeben. Also los. Schauen wir uns die nächste Nebenepisode an. Erhalten. Ich sollte auf jeden Fall auch vielleicht noch in dieser Folge, auch wenn es dann wieder überzogen ist, noch die anderen Nebenquests machen und die ganzen Items mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt hinkommen. Und dann schauen wir mal. Alles klar, das soll an Training für heute genügen. Und wieder einen Schritt weiter als gestern. Komm, Tektas, gehen wir zurück in die Stadt. Wow. Was machen wir jetzt nur?
Meine Pokémon. Was geht denn jetzt schon wieder ab? Was machst du? Was macht ihr Racker denn für einen Lärm? Mein Pokémon ist auf den Baum da geklettert und jetzt kommt es nicht mehr runter. Welches Pokémon denn, bitteschön? Du bist doch ein Erwachsener, hilfst du uns bitte? Also der große böse Brummel muss erstmal rein, gar nichts, kapiert? Das ist schließlich nicht mein Problem, es ist dein Pokémon, also musst du es auch retten. Gehen wir, Tektas. Boah, du bist echt gemein. Ah, ist ja schon gut, ich hol dein Pokémon. Los, Tektas. Was macht er jetzt? Schade, dass es ausgeblendet worden ist. Ah, wieso kommt ein Glumanda auf den Baum? Wie klettert das Glumanda aus dem Baum? Wahnsinn, das ist einfach so, den Baum. Was? Es hat einfach so den Baum gefällt. Ach so. Mein Pokémon ist gerettet. Vielen Dank. Ja. War mir ein Vergnügen. Achte aber das nächste Mal ein bisschen besser drauf, klar? Gut gemacht, Tektas. So, jetzt verziehen wir uns. Aber endlich. Tektas. Okay, diese Nebenmissionen sind nicht so spektakulär, aber okay. Gib nochmal Juwelen. So, nächster Weg zur nächsten Nebenquest freigeschaltet. Wir haben zu viele Punkte uns erfarmt, also von daher kann ich jetzt alles hier machen. Wir schauen mal, was hier passiert. Die gehen ja wirklich kurz, also von daher gucken wir mal. Lass uns noch ein bisschen was mitnehmen. Überraschende Gefährten, was? Sieh an, was führt dich denn hier hin, Niklas? Hoffentlich nervt dich Bromley nicht zu sehr. Seit der Fuß auf Parsi gesetzt hat, hat er außerdem sein Training echt nichts anderes mehr im Kopf. Und wenn er sich mal in etwas reinsteigert hat, dann hält das meistens eine Weile an. Bromley ist echt beeindruckend. Naja, er ist schließlich auch mein Boss. Er sieht zwar nicht unbedingt so aus, aber er ist eigentlich voll fürsorglich. Das gleiche gilt wohl auch für meinen Amphierer. In freier Wildbahn leben ein Amphierer oft mit einer großen Gruppe von männlichen Molungen zusammen. Und dann ist es dann ja auch noch das mit den Giftgas. Ich dachte immer, Amphierer seien ziemlich unnahbar. Aber seit ich eins als Partner-Pokémon habe, ist mir klar, wie falsch ich damit lag. Manche sagen, dass Amphierer immer spontan dort auftaucht, wo Menschen und Pokémon zusammen tanzen. Es soll sogar welche geben, die dabei ausgelassen posieren. Haha, das muss man sich mal vorstellen. Wie niedlich. Klingt ziemlich begeisterungs, wie niedlich, ja, keine Ahnung. Ja, Amphira sieht echt ziemlich drollig aus, wenn sie so begeistert bei der Sache sind. Sie haben viele Charakterzüge, die sich einem zuerst offenbaren, wenn man ein bisschen Zeit mit ihnen verbringt. Der erste Eindruck kann eben auch trügen. Das gilt sowohl für Pokémon als auch für Menschen. Amphira, okay, wir haben jetzt nur das einfach gehört, so eine Geschichte geschafft, fertig. Okay. Dann gehen wir mal zum Ziel. Und dann schauen wir mal, wie viele Nebenepisoden wir noch haben. Eventuell würde ich das dann doch in eine neue Folge packen, wenn ich das noch zeitlich schaffe. Wir sind da. Weil ich will die Folge jetzt auch nicht überziehen. Deswegen, ja, schreibt es einfach mal gerne rein. Wir haben ja noch bis nächste Woche Dienstag Zeit, also eine Woche noch. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen. Und ansonsten bedanke ich mich für heute fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.